Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ich habe gerade einfach Bock aufzunehmen. Ah, die geile Mars-Musik wieder. Ja, herzlich willkommen zurück. Es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe große Verkehrsprobleme gelöst in der Stadt. Weil das sonst wieder den Folgen Ewigkeiten dauern würde. Habe ich einfach mal angefangen, ein bisschen was zu bauen. Zum Beispiel, das hier ist die effizienteste Kreuzung, die ich jemals gebaut habe. Guckt euch das mal an. Hier ist eine Ampel drauf. Eine, die ich aber selber gebaut habe. Ich kann euch das mal kurz zeigen, wenn wir mal hier drauf gehen. So sieht das Ganze aus. Die hat nur zwei Schaltungen. Einmal links abbiegen und einmal geradeaus fahren. Der Rest ist alles immer grün geschaltet. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn man sich das mal anguckt, die Ampel merkt, wenn hier keiner mehr kommt. Also eine gewisse Zeit für das Abbiegen ist gegeben. Wenn hier nicht so viele sind, schaltet die auf grün, zack, bumm. Aber sobald hier wieder welche stehen, nach einer gewissen Zeit, die ich vorgegeben habe, schaltet er dann wieder auf rot und lässt wieder die Abbiegende. Und wie man sieht, hier steht eigentlich fast nie einer. Und ja, damit ist dieses Industriegebiet endlich vernünftig angeschlossen. Problem ist, wir haben keine Industrie mehr. Das Problem ist nämlich, dass meine Wirtschaft ein bisschen am Arsch ist. Und ja, ich habe gerade einen allergischen Anfall, den habe ich aber schon seit 2 Stunden und deswegen, fuck it. Geil. Und deswegen müssen wir jetzt mal gucken, dass wir was gebaut bekommen. Wir brauchen 28.000 Leute, um das nächste Quadrat zu kaufen. Ich habe überlegt, dann dieses Quadrat hier zu kaufen und hier eine City reinzubauen. Damit kommen wir dann erstmal weiter mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten, was ich nach hier oben auch ziehen kann. Mit Bahnhof und allem. Und ja, noch ein paar andere Änderungen. Zum Beispiel, ich habe hier die gesamte Sülze wegbekommen mit denen hier. Wie man sieht, die reinigen das Ganze eigentlich mittlerweile zu einem ganz guten Level. Wir müssen hier irgendwann nochmal welche rumherum bauen, dass die den ganzen Sülz aufnehmen, sobald das hier sauber ist. Und dann müssten wir eigentlich die gesamten Zeugs hier losgeworden sein, wenn wir denn das hier alles noch sauber bekommen. Naja. Mal gucken. Trinkwasserverschmutzung hat sich ja auch komplett erledigt, zum Glück. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal. Also wir haben jetzt momentan richtig Knete, um hier überall Leute reinzuquetschen. Ich habe mir überlegt, ein paar Teile der Stadt werden mal jetzt neu gebaut. Zum Beispiel das hier. Die Geothermie-Kraftwerke sollen hier weg. Die stören hier nämlich nur. Ich habe auch gerade schon einen Platz gefunden dafür. Achso, ja, die gesamte Stadt hat jetzt Geothermie. ich habe ein bisschen vorgearbeitet, ich gebe es ja zu. So, pass auf. Hier ist das Gefälle zu steil, dann sollte das hier eigentlich wieder gehen. Ja, meine Nase ist zu, ich weiß. Provisionell! Halt doch die Fresse. So. Hierhin. Eins. Und hier direkt das zweite daneben. Weil das reicht momentan perfekt, um unsere Stadt damit zu versorgen. Dann können wir nämlich dieses Gymnasium wegbauen. Das können wir erstmal da hinsetzen. Da muss bald nur noch ein Bus hin. Aber was ist das jetzt? Das ist ein Gymnasium, ne? Eine Oberschule, ja. Und damit können wir nämlich jetzt hier ein paar Straßen reinziehen. Und dadurch dem Ganzen hier mal etwas Leben einhauchen. Weil das ist ja so kein Zustand. Warum willst du nicht? Ah, jetzt. Natürlich geht das. So. Setzen wir hier im... Ah, diese Musik! Setzen wir hier mal ein paar Wohngebiete wieder mit drauf. Und natürlich hier im 90-Grad-Winkel ansetzen. Oh Gott, was ist denn das hier? Alles verbrauchter Platz. Achso, ja, ich wollte die Straßenbahn gleich auch noch weiterbauen. Die bekommt noch eine kleine Extension. So, das hier wird alles Wohngebiet. Natürlich, das auch. Und, ach ja, hier oben können wir natürlich auch noch drauf bauen. Ups, das will er nicht. Was ist denn das hier?
mir mal den Punkt und setzt mal runter. Und gib mir mal den Punkt und setzt ihm mal was hoch. Und gib mir mal den Punkt und setzt den auch mal was runter. So. Ne, das geht leider nicht. Okay. Achso, ja, ich muss jetzt mal wieder aus dem Modus raus. So. Und jetzt kann man nämlich hier oben drauf bauen. Ja, genau. So, pass auf, wir machen jetzt folgendermaßen. Wir nehmen uns den jetzt und ziehen den. Gaze at a gazelle. Lock eyes with a lemur. Shake hands with a turtle. At the City Zoo, you can experience the wild in our wildest exhibition yet. Da läuft erstmal wieder dick Werbung. Come down this weekend to meet our newest addition, a three-toed sloth named Barbara. She'll hook you with her smile and hook you again with her curved toes used to grasp trees in the wild. After that, take a gander at another new species. A new type of bird previously identified as a different type of bird due to a zoological error. Dankeschön. Schade, dass man die Werbung nicht einfach ausschalten kann. Also, die Straßenbahn soll durchgebaut werden bis nach hier. Und ich habe da schon mal ein bisschen vorbereitet. Wie man sieht, die Einfahrt hier ist ein bisschen anders gebaut worden, so dass der Verkehr was besser fließen kann und bla bla bla. Bis hier geht die Straßenbahn ja schon. Das heißt, wir müssen jetzt nur hier ein bisschen ausbauen. Und nämlich hier lang. Ich habe ja ein bisschen was im Plan gemacht, natürlich. Wenn wir jetzt mal gucken, sieht man, dass man hier perfekt vorbeikommt. An der Dingens entlang. So. Und leider zieht sich das Ding immer hier hin und deswegen kann ich hier nicht so gut was verändern. Aber okay. Achso, ja, hier hat sich auch. Hier ist eine Brücke entstanden und alles, das, damit der Verkehr vernünftig läuft. So, dann upgraden wir das hier zu Straßenbahn. Das hier. Oh, ja, das ist aber kein Problem. Wir ziehen das einfach näher ran. So. Nee, falsche Straße. Diese Straße bitte. Dankeschön. Damit kann die Straßenbahn jetzt hier auch wenden. Und wir können sie... Wo fährt sie denn hin? Sie fährt da hinten hin. Wo können wir sie denn abgreifen? Hier können wir sie abgreifen. Ja, genau, da das auch. Wie kannst du denn hier wenden? Okay. Von mir aus, es ist... ich überlege gerade, wo sie am besten hält. Dann lasse ich den Bus aber hier halten. Pass auf, dann machen wir das direkt, bevor ich das vergesse, weil sonst fahren die ja durcheinander. Das macht ja gar keinen Sinn. Genau, dann gehst du nach da. So. Da. Da ist sie, die Straßenbahn. Straßenbahn. Dann richten wir für die noch Haltestellen ein, damit die auch zwischendurch noch halten kann. Damit kriegen wir sogar noch mehr Leute hier bewegt, hoffentlich. Der kann da weg. Achso, ja. Jetzt fahren wir das hier drappelt und dreifach an. Ich werde jetzt dafür, dass alles hier halten darf. So. Hier kann man jetzt also gut umsteigen in alle Richtungen. Ja, jetzt müssten eigentlich alle da eine Haltestelle haben. Und dann gucken wir jetzt mal, bis die erste Straßenbahn hier reinfährt. Man sieht, hier ist noch ein leichtes Verkehrschaos drin. Zum Beispiel, weil hier diese Linksabbiegerspur komplett zu ist. Oh, speichert das Spiel wieder. So, dann machen wir die einfach auf und zack, da läuft's. Warum steht ihr? Ah, weil ihr hier nicht draufkommt. Ja, wir müssen das. Das Verkehrssystem hier muss komplett neu. So, wo bleiben denn die Straßenbahnen? Da ist doch eine. Die wird aber noch rechts rumfahren, genau.
Oh, die fährt auch noch rechts. Okay. Also. Da fährt noch eine traditionelle Straßenbahn. Der fährt auch noch in die Richtung. Na? You're listening to Mars Official Radio with Panna Maskelyne. Your first radio host choice with the best radio voice. Ich habe so das Gefühl... Alter! Wir haben ein paar viel Biotreibstoffbusse. Mach mal die Hälfte draus, Jung. Alter! Ja, kein Wunder. Habe ich jetzt eine Straßenbahn verpasst? Nö. Meine Fresse, ja kein Wunder, dass hier so viel Stau ist und mit den Bussen. Ist ja nur logisch. Na, haben wir denn mal eine Straßenbahn, die hier rechts, also nach links wegfährt? Hallo? Wollen die mich denn alle verarschen? Ach so. Die kommen nicht von hier. Die fahren jetzt aber in einem komischen Rhythmus. Die kommen raus und fahren dann zuerst... Ich weiß es gar nicht. Pass auf, wir müssen das... Nee, ich will das eigentlich gar nicht ändern. Das ist ja scheißegal. Die müssen nur umsteigen, die Leute. Okay. Wo fährt die denn jetzt hin? Die biegt ab, oder was? Die biegt ab. Die kommt jetzt von da und müsste jetzt eigentlich geradeaus fahren. Ja, sehr schön. So, da fahren wir nämlich jetzt bis zum Schiffsdepot durch, weil die Schiffe werden so richtig benutzt. Das ist echt unglaublich. Na komm. Oh, die Leute laufen jetzt auch hier lang. Sehr gut, dann laufen die nämlich nicht über die Straße. Whee! Und hier ist das Schiffsdepot. Alter, Alter, Alter! Kann es sein, dass die jetzt komplett voll ist? Die ist komplett voll. Die warten jetzt alle für die Straßenbahn da. Es war eine gute Idee, das dahin zu bauen. Oh, meine Fresse. Okay. Das heißt, wir brauchen gegebenenfalls noch ein paar mehr Straßenbahnen. Da ist sie. Wie viel haben wir denn? Das sind nicht viele. Dann machen wir doppelt so viele Straßenbahnen auf die Schiene. Viel Spaß. Weil das hier sind verdammt viele Leute, die hier warten. So, die müssten jetzt eigentlich alle in Richtung Dingens ansetzen. Wo fährst du? Ja, du bist nur, hast nur 88 Leute, die reinpassen. 410. So. Aber du biegst ab, leider. So, die fahren direkt durch, das ist gut. Also alles, was aus dem Depot kommt, fährt direkt durch zur Dingens. Oh, 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 wir haben nicht genug. Warum produziert der denn null die Arschgeige da oben? Ah, kein Wunder. So. Und jetzt sollten wir wieder warm Wasser bekommen. Yay. Läuft. Sehr gut. So, hier sollten jetzt die ersten Straßenbahnfahrzeuge eintreffen. Sehr schön, da sind sie auch. Ich habe doch gesagt, die Schiffe werden viel benutzt. Alter, 600 Leute. Na, wo sind sie denn alle? Huh.
Ich wollte gerade sagen, hier ist jetzt aber richtig Kasala angesagt. So viele Leute, wie hier hinrennen. Guckt euch das mal an. Die wollen alle da runter in das Indo-Gebiet. So, was haben wir jetzt auch genug? Mehr als genug. So, ich wollte gerade sagen, die hier wird jetzt einmal alles aufräumen. Aber da kommt schon das nächste Schiff und alles wieder voll. Ja, okay, aber das läuft jetzt zumindest mal. Ist ja schon mal ein guter Anfang. Wie gesagt, das hier läuft auch alles. Wie geschmierte Butter mittlerweile. Wir müssen noch mehr Leute hier reingequetscht bekommen. Und das Problem ist momentan, dass keiner einziehen will. Was echt ein bisschen unschön ist, weil das hier steht alles leer. Wir können es versuchen, indem wir... Oh, ich habe schon Steuern gesenkt. Guckt euch das mal an hier. Keine Sau will einziehen. Momentan. Und ich weiß nicht, warum. Es bleibt immer noch bei 0. Minus 2. 0. Minus 2. 0. 2. 0. Wie soll ich denn damit arbeiten? Also... Ich kann ja nochmal den hier machen. Pass auf, jetzt bezahlt die Industrie gar nichts. Jetzt wird hier gebaut wie blöde, pass auf. Da, Demand geht hoch, aber nicht wirklich. Also ich weiß auch nicht, wie man da rauskommen soll. Das hat man in der letzten Stadt auch schon, aber deutlich später erst dieses Problem. Also wirklich verstehen tue ich es auch nicht. Ja, es sind alle hiermit abgedeckt. Also irgendwie weiß ich nicht, was ich da noch machen soll. Yay, Dingens. Aber irgendwie interessiert das dann doch keine Sau und keiner will einziehen. Keine Ahnung warum. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich zwinge jetzt die Industrie einmal auf 100%, dass jetzt gebaut wird, wie blöde. Das sieht man ja hier. Und jetzt müsste ja eigentlich die Nachfrage nach Wohngebieten extrem hochgehen. Wird nämlich hier und hier oben gebaut ohne Ende, was mir wieder super viel Geld in die Kassen spült, aber Wohngebiete gehen nicht hoch. Und damit kommen jetzt auch keine neuen Arbeiter rein und deswegen werde ich jetzt das Wohngebiet bei 20% festlocken, weil sonst kommen wir nicht weiter. Und jetzt sieht man hier, wird hier auch direkt gebaut. Ich weiß auch nicht warum. Hier ist irgendwie total tote Hose hier drin. Was war denn hier mal? Habe ich hier irgendwas aus Versehen gelöscht? So. So, das hier kommt jetzt komplett neu. Ach, komm schon. Komm schon, hör auf zu laden jetzt. So, sehr gut. Ich muss die Seilbahn vielleicht mal so schieben, dass die über den Straßen ist. Was bist du? Polizeiwache. Die stellen wir mal an eine strategisch günstigere Stelle. Da deckst du auch noch viel zu viel ab. Ich kann dich doch einfach hier drunter bauen. Guck mal, so. Weil da steht sie unter den Dingenslinien und nimmt nicht so viel Platz weg. So, die Industrie ist jetzt schon wieder komplett zurückgegangen. Die dürften jetzt aber auch gar nicht so hart nach Arbeitern suchen, weil ich bringe ja gerade neue rein.
Ja, 12 verfügbare Arbeitsstellen. Ja, das, was ihr hier macht, ist Kacke. Wenn die mit ihren Mikrogebäuden da rumbauen, bringt das ja auch nichts. Ne, was soll ich jetzt anderes machen, als das festzulocken? Sonst geht das immer wieder auf Null und nichts passiert in dieser Stadt. So, und jetzt fangen hier wieder alle an, nach Arbeitern zu suchen. Gerade geht die Industrie von alleine hoch. So, wie sieht das mit Schulen aus? Schulen lasse ich jetzt extra niedrig, damit wir Arbeiter für die Fabriken haben. Na, sonst bringt das ja überhaupt nichts. Minus 6. Meine Fresse, echt. Ab 28.000 kriegen wir den nächsten Schritt, wie gesagt. Dann können wir endlich anfangen, hier Wohngebiete und alles reinzuknallen. Und die Sonne geht schon wieder unter. So, wenn man jetzt hier sieht, überall werden Arbeiter gesucht, aber wir haben doch genug Arbeiter. Aber wenn halt Arbeiter gesucht werden, warum geht dann das hier runter? Na gut, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich zwinge ihn jetzt mal auf das Höchste. Damit wir jetzt die 28.000 hier so schnell wie möglich vollkriegen. Damit wir endlich ein größeres Wohngebiet bauen können, weil sonst geht es ja gar nicht mehr vorwärts hier. Umweltfreundliche Firma. Ja, die müssten mal alle upgraden. Oh, cool. Es gibt eine Erinnerung. Ja, nice. So. Pass mal auf, wie sieht denn das hier aus? Ihr seid zufrieden. Warum? Wir brauchen das Eden-Projekt. Ab 70.000 erst. Scheiße. Ja, ihr müsst alle ganz kanalhart updaten. Upgraden. Sonst werdet ihr nichts bekommen. Ja, Anzahl von Arbeitsplätzen für Ungebildete. Aber ich habe doch ohne Ende Ungebildete. Ungebildet, 14%. Deswegen brauchen wir ein neues Wohngebiet. Warum ist es eigentlich schon wieder Nacht und ich sehe nichts? Kann mir das mal einer sagen? So. Wir müssen jetzt sofort was aufmachen, sonst wird das nichts. Und ich habe keine Ahnung, wo. Obwohl das keine schlechte Idee ist. Vielleicht, was ist denn jetzt? Ich muss ein bisschen am Handy bleiben, weil es könnte sein, dass meine Mutter in die Bereitschaft muss. Eine Stunde. Doch's Maul. Du dumme Sau. Was mit dem Kinski? So. Pass auf. Wir brauchen mehr Wohngebiet. Was ist denn das jetzt hier? Habt ihr hier alle... Ach so, ihr seid noch Mikroresidenz, ne? Sollen wir euch mal ganz knallhart updaten? Pass mal auf. Wir machen diesen gesamten Bereich leer. Weil Niedrigresidenz können wir hier eigentlich fast gar nicht mehr brauchen.